Sì, ci sono le sfide, c'è il divorzio, Die römische questa è una grande Bischofssynode zur sfida. Familienpastoral erweitert den Blick der Kirche Non auf tanto Ehe und solo per Familie, auch wenn eine le coppie, Änderung ma der Lehre per dabei nicht zu erwarten per ist, i figli. das sagt Kardinal Non Christoph si parla Schönborn. abbastanza Der per Wiener i figli Erzbischof vertritt bei der Versammlung che im Vatikan soffrono perché die non c'è österreichische la Bischofskonferenz mamma und gehört außerdem dem che la nonna Synodenrat an, è der das Treffen tra di vorbereitet hat. loro, Schönborn con i leitet auch eine der cammini la Arbeitsgruppen, die settimana derzeit hinter qua. verschlossener Tür über Queste sono Ehe und le situazioni Familienpastoral beraten. future Für Papst quali Franziskus sei Ehe dovrebbero und Familie parlare ein anche il zentrales Sinodo Thema, poi ähnlich wie es das auch dell'Unità. für Johannes Paul II. War, sagt Nel Schönborn. discorso del Die Kirche Sinodo, habe in ihrer questo ganzen Geschichte ihre Lehre nie quantum verändert, aber quantitativo, immer stets erweitert parlando und di vertieft. compassione Verändern wolle con Franziskus, coloro che ähnlich wie zuvor der soffrono, Konzilspapst Johannes der che sono 23., nelle vor allem den situazioni che si Umgang und sono den Blick der prima di Kirche tutto i auf figli. bestimmte Themen. Il Die dramma Richtung dabei sei die der comincia pastoralen Bekehrung, quando sagt viene la Schönborn. Weg solitudine. vom Denken in Schubladen Perché hin zu einem Hinsehen, all'inizio zur della Wertschätzung storia und zu umana, einem Begleiten. Dio ha detto Leitend bei all'uomo, allen uomo Überlegungen seien die sehr klaren Worte Jesu mit quanta Blick auf die Ehe, solitudine was Gott nella verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. società, Zugleich habe Jesus auch einen anderen Blick auf die Lage gehabt, sagte Schönborn und verwies auf die Bibelstelle von der Ehebrecherin. Jesus sagte, ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Diese Handlungsweise Jesu mache deutlich, dass es Lehre und Barmherzigkeit brauche und beide nicht austauschbar seien. Kardinal Schönborn wörtlich, nicht verurteilen heißt aber auch nicht alles rechtfertigen. Io ho promesso di essere fedele fino alla morte. Allora, se il compagno, il marito, la moglie mi lascia, io non lascio. E anche questo mi manca finora nel discorso del Sinodo, la lode di queste persone che danno la testimonianza di fedeltà attraverso la sofferenza.